Es ist ein ganz besonderer Ort, das Holocaust Museum in Washington. Gedenkstätte für den Massenmord im Hitlerregime und an diesem Abend Aufführungsort für eine Opernproduktion aus Kärnten. Auch Regisseur Herbert Gantschacher spricht von einem besonderen Moment. Es ist für ein österreichisches Ensemble hier zu spielen Herausforderung und bedarf einer ganz klaren Demut. Und zwar deshalb einer Demut, weil unser Land im Holocaust involviert war, aktiv. Das dürfen wir nicht vergessen. Orchester und Sänger betreten die Bühne, als würden sie auf einen Gefangenentransport getrieben. Der tschechische Komponist Viktor Ullmann hat die Oper Der Kaiser von Atlantis im Konzentrationslager Theresienstadt geschrieben. Ullmann hat die Aufführung seines Stückes nicht erlebt. Er wurde gegen Kriegsende in Auschwitz ermordet. Unter den Zuschauern waren auch Menschen, die dem Holocaust nur knapp entkommen sind. Für sie wurden dabei grauenhafte Erinnerungen wach. Es hat mich nur erinnert in der Beziehung, dass es die Angst ausdrückt. Die Angst, die wir alle gehabt haben, ja. Die Angst vor dem Tod. Ich könnte Ihnen gar nicht sagen, wie mich das gerührt hat. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie das österreichische Regime und dass sie ARBOS haben und dass sie das so gemacht haben. Gerade in diesem Museum, das sich sehr bemüht, auch wissenschaftliche Qualität zu bieten, ist es eine besondere Auszeichnung, dass diese Oper aufgeführt werden konnte. Nach dem Holocaust-Museum in Washington tritt das Kärntner Musiktheater ARBOS mit dieser Produktion noch an einer weiteren Gedenkstätte auf, im Holocaust-Museum von Los Angeles in Kalifornien.